Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Agentur für Arbeit Weiden und der Agentur für Arbeit Schwandorf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Ein Tag als. Ich darf heute in den Beruf des Fachverkäufers im Lebensmittelhandwerk reinschnuppern und dafür bin ich bei der Familienmetzgerei Hausner in Neustadt an der Waldnaab. Sie können sich denken, sobald Lebensmittel im Spiel sind, ist natürlich auch Hygiene ein großes Thema. Deshalb, so wie ich da stehe, kann ich noch nicht direkt loslegen, aber das wird mir gleich alles erklärt, von dem her verlieren wir gar keine Zeit mehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Umgezogen bin ich. Das ist übrigens die Anita Lingel, die Filialleiterin hier. Servus, Anita. Hallo. Ich habe es eingangs angesprochen, Hygiene spielt natürlich eine große Rolle, sobald es um Lebensmittel geht. Auf was müssen wir jetzt noch achten? Also ganz wichtig ist Handywaschen und immer, da gebe ich dir gleich einmal zwei, Handschuhe tragen. Immer schön wechseln. Wie oft am Tag wechsle ich die? Ganz unterschiedlich, was ich halt für eine Tätigkeit mache. Putenverkauf, sofort frische Handschuhe, nach jedem Geldvorgang. Mit was können wir jetzt loslegen? Ich zeige dir gleich einmal die Sandwich, da gehen wir mal hinter. Den wir dann belegen, da kommt der Fleischsalat drauf. Wenn wir jetzt da die letzten drei Sandwiches belegen, würde mich mal interessieren, was für dich den Beruf ausmacht. Warum machst du das gern? Es ist sehr abwechslungsreich. Du hast jeden Tag mit anderen Leuten dauern. Es ist halt einfach, ich mich halt nichts anderes tue. Und ja, es ist halt einfach auch das Familiäre, was auch viel ausmacht. Du bist halt nicht in einem Großkonzern, es ist halt doch immer noch Familienbetrieb. Die Entscheidung also in über 30 Jahren kein einziges Mal bereut? Nein, noch kein einziges Mal. So, dann gehen wir jetzt weiter. Unsere Lieferung, der war jetzt gerade unser Fahrer. Von der Produktion gebracht hat. Was sind jetzt das für Würst? Leber, Leberwürste für Kraut, Schlachtschüssel, Dutsch dazu und Blutwürste. Die werden bei uns in der Metzgerei hergestellt. Da geht ja generell der Trend hin zur Regionalität beim Fleischessen und bei der Wurst. Immer mehr Leute gehen in die Metzgerei, statt dass das abgepackte Zeug vom Discounter kaufen. Merkt ihr das da herin auch? Immer mehr. Da merkt man einfach, dass die Leute lieber wieder nicht so viel und gerne auch ein bisschen mehr ausgeben. Wenn wir da wieder auf die Ausbildung zurückkommen, dann ist es halt trotzdem auch ein Beruf mit Zukunft, oder? Schon, sehr. Servus Steffi. Hallo Alex. Die Steffi, die ist Auszubildende hier bei der Metzgerei Hausner, inzwischen im zweiten Lehrjahr, oder? Ja. Sprechen wir doch über die Anfänge in deiner Ausbildung, über das erste Lehrjahr. Mit was habt ihr da losgelegt? Also der erste Schritt ist definitiv immer der Aufschnitt, die verschiedenen Sorten und die verschiedenen Nummern. Also im Endeffekt den ganzen Aufschnitt, den man hier sieht. Und dann so Ende erstes, Anfang zweites lernst du dann da hinten das ganze Fleisch. Also es geht erst einmal wirklich um die Basics, um die Grundlagen, dass man weiß, was ist.
So, wir füllen jetzt die Theke ein bisschen auf mit dem Aufschnitt, der da schon liegt. Wenn du es mal kurz erklärst, wie wir das machen. Das ist erst noch, schneidet man die Haut weg. So. Da muss man hier so einritzen. Und dann zieht man es einfach so ab, ganz leicht. Ganz leicht. Ja. Und dann. Ist ja da keine Waage drin. Wie lange braucht man, bis man da das Gefühl kriegt, was wie viel ist? Also was würdest du jetzt sagen, wie viel Gramm Schwammerlwurst ist jetzt da drauf? Circa 150. Na, schauen wir mal. So, die Steffi, die ist kurz in der Mittagspause. Als Auszubildende muss die eine Stunde Mittagspause am Tag machen. Ich springe derweil für sie hier hinter der Theke im Verkauf ein. Da ich aber als Neuling noch nicht alleine verkaufen darf, werde ich dabei jetzt noch unterstützt von der Anja. Kalbsleberwurst. Kalbsleber. Das ist einmal die kleine. Die da? Ja. Was ist unten? Wie viel denn? So? Nein, nur ein Stück, ein bisschen mehr, weil man das mit dem immer mitbringen. So? Nur ein Stück? So? Ja. Grüß Gott, Herr Christl. Grüß Gott, Herr Hausner. Ich schau mal um nach Ihnen. Wie gefällt Ihnen denn? Bis jetzt ganz gut und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Beruf, den viele aber unterschätzen. Was erwarten Sie für Ihre Auszubildenden? Was wollen Sie mitbringen? Einen guten Willen, wenn Sie mitbringen. Ansonsten ist es wirklich so, dass wir auch sehr flexibel sind. Ein Azubi kann auch während dem Jahr einsteigen, also wir haben kein festes Datum. Wenn ich die Lehre dann abgeschlossen habe, wenn ich das in der Tasche habe, wie kann ich mich noch weiterbilden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Sie können dann einen ersten Filialleiter machen. Dann haben wir natürlich auch in unserem Unternehmen, durch das, weil wir mehrere Filialen haben, haben wir dann eine übergeordnete Stelle, das ist eine Verkaufsleiterstelle. Die ist dann praktisch immer zuständig für eine gewisse Anzahl von Filialen. Und da ist man dann auch für die ganze Personalgeschichte zuständig. Dann kann man auch theoretisch weitermachen. Ein Verkaufsleiter ist eine richtige Schule, wenn man nochmal macht. Das dauert ein gutes Vierteljahr. Kriegt man dann auch den kaufmännischen Background noch dazu. Oder Sie sagen, okay, ich will gerne weiter studieren, weil als Ausgelernter kann man dann studieren. Und da kann man dann auf Lebensmitteltechnologie weitermachen und ist auch eine interessante Geschichte. Dann danke ich, dass ich da heute mal reinschnuppern darf in die weite Welt des Metzgereifachverkäufers und ich mache da nochmal weiter. Ja, bitte. Danke. Ja. Mich würde nur interessieren, warum du dich damals für den Beruf entschieden hast, weil es das, die ganze Wurst, das rohe Fleisch, ich glaube, das muss einem auch liegen, oder? Ja, schon. Drauf gekommen bin ich von meiner Mutter aus. Sie arbeitet auch den gleichen Beruf wie ich. Ich war damals als Kind immer bei ihr. Also vor der Theke, nicht hinter der Theke. Und sie hat mir dann immer erzählt, was ist. Was gefällt dir da am besten? Am besten ist, wenn ich ein Fleischstück irgendwie verarbeiten kann. Oder halt auch Kunden bedienen und alles herrichten, was man so braucht. Würdest du dich nochmal für den Job entscheiden, mit der Erfahrung, die du jetzt hast im zweiten Lehrjahr? Ja, definitiv. Du hast, glaube ich, noch was Besonderes vorbereitet, was wir jetzt gleich nach der Pause machen. Was greifen wir jetzt noch an? Rollbraten. Jetzt der kommt jetzt da der Länge nach so. Eine. Also so würde ich ihn drauflegen. Wirkt jetzt wahnsinnig viel für mich. Oh. Da du die Hälfte am Boden sammelst, ist ja wurscht. Jetzt musst du den ersten Knoten in der Mitte machen, damit der schön zusammen bleibt. Willst du mal? Probiere ich auch mal, ja. Du hast ihn echt gut gebunden. Das hört man doch gern. So,
Steffi, Tag geschafft, zumindest mein Tag für heute. Wie habe ich mich geschlagen? Für den ersten Tag, für das, was du zum ersten Mal gemacht hast, warst du super. Also du hast zugehört, du hast das gemacht, was ich gesagt habe. Das war sehr gut. Naja, also mir hat es Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall sau interessant und ich hoffe, für euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, dass ich heute da war. Ja, das war unterhaltsam, mal was anderes auch schon. Gut. Danke ich euch, war ein schöner Tag und dann zeige ich mich mal um. Okay. So, das war er, mein Tag als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk bei der Metzgerei Hausner. Ein sehr interessanter Tag, ein sehr spaßiger, lustiger Tag. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und viel mitgenommen. Und was auf jeden Fall hängen bleibt, ist, dass es ein Beruf ist, den man von Haus aus, glaube ich, erstmal ein bisschen unterschätzt, an dem aber mehr dran hängt, als man glaubt. Das war's für heute mit Ein Tag als. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus. Sendung Ein Tag als wurde Ihnen präsentiert von der Agentur für Arbeit Weiden und der Agentur für Arbeit Schwandorf.